So, hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen bei Peru Plays. Ich bin der Peru von der schönsten Insel der Welt aus Zypern für euch. Heute wieder mit dem Euro Truck Simulator 2. Und heute machen wir mal was anderes. Jetzt haben wir ja in der vergangenen Woche oder vor zwei Wochen Heavy Cargo angetestet. Und deshalb werden wir mal jetzt im Vergleich dazu einmal Heavy Cargo im Euro Truck Simulator fahren. Und darauf freue ich mich schon, habe ich lange nicht mehr gemacht. Und deshalb schauen wir mal, was wir da für Aufträge haben, ob wir Aufträge haben. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Ich muss mir erstmal ein Bild machen, wo stecken wir? Wir sind in Hamburg, natürlich in meiner Heimatstadt. Wir spielen das Ganze auf dem Steam Deck wieder, zur Info für euch, falls ihr das erste Mal dabei seid. Und ich habe hier einen Xbox-Controller dran. Ich muss ehrlich sagen, aufgrund der schmalen Geldbeutelsituation im letzten Monat, ein etwas günstigeres Teil mit Kabelverbindung ist jetzt nicht so. Es hackelt schon auf der einen, ich glaube, R2-Taste, ja, ausgerechnet auf der Gaspedal-Taste, ne? Ich besorge mir da nochmal einen richtigen Original-Xbox-Controller, damit es wieder besser funktioniert. Ich glaube, beim nächsten Mal, bis es soweit ist, nehme ich wieder den PlayStation-Controller. Aber das muss jetzt für heute erstmal reichen. So, wir sind in Hamburg. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier von World of Trucks Schwertransporte haben. Hat World of Trucks keine Heavy Cargo-Aufträge? Bin gerade ein bisschen verwundert. Hallo? Ach so, Leute, ne, wo ich gerade am Suchen bin. Nicht vergessen, ne, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Follow, gerne auch ein Abo da, Glocke läuten, damit ihr auch die nächsten Folgen hier nicht verpasst. Würde mich sehr freuen, ne? Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Dankeschön dafür. Ich freue mich natürlich auch immer über nette Kommentare. Triggert ein bisschen den Algorithmus. Dankeschön. So, also hier ist jetzt nichts, ne? Gar nichts. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier, ich gebe mal gleich hier Hamburg ein. Ach nee, kann ich ja nicht, weil ich habe jetzt hier keine Tastatur rangeschnipselt. Ja, egal, okay. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir irgendwo hier in der Nähe was haben, wo wir es abholen können. Berlin nach Stettin. Ich wollte es auch nicht etwas zu langes nehmen, weil es ist jetzt morgens vor der Arbeit, wo ich das für euch aufzeichne. Deshalb muss ich ein bisschen auf die Zeit achten. Sorry, Freunde. Nach Travemünde. Kann man machen. Kann man machen. Ah, das ist das, ne? Ich glaube, mein Truck ist noch nicht stark genug. Ich glaube, ich muss einen regulären Schnellauftrag nehmen, wo wir einen Truck gestellt kriegen. Okay. Okay, okay. Aber Bremen, die Ecke, ist ja auch nicht schlecht. Bremen ist jetzt nicht so weit weg, beziehungsweise hier werden wir ja sowieso direkt an den Ort des Geschehens gesetzt. Da haben wir Odensee nach, was ist das? Nach, was ist das? Hirtshals in Dänemark. Okay. Köln, Odensee. Bremen, Travemünde. Was haben wir denn da? Hightech-Gerät. Von Bremen nach Travemünde. Das machen wir jetzt mal. Ein kleiner, lockerer Auftrag zum Wiedereinkommen. Ne? Machen wir. Meine Lieblingsmusikschleife. Das hat jetzt aber gedauert, bis der Ladebildschirm kam, ne? Leute, Leute. So, es gab ja wieder mal ein Update. Jetzt gibt es eine Drive Academy. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade im Menü gesehen habt. Habe ich mir noch nicht angeschaut, aber das werden wir bei Gelegenheit mal machen. So, das ist unser Hightech-Gerät. Wunderschön, sehr schön rund und vor allen Dingen sehr schön groß.
finde diese Einstiegssequenz eigentlich immer sehr schön von der Optik. Es ist natürlich klar, ne? Was natürlich, und das muss man Heavy Cargo geben, was man auf jeden Fall hat, extra ist, dass man A natürlich, was man hier nicht kann, aus dem Truck auszusteigen, beziehungsweise natürlich auch die Anhänger zu beladen. Das ist natürlich toll an Heavy Cargo. Auch mit den Begleitfahrzeugen sieht das einigermaßen cool aus. Ich meinte aber, dass das besser gemacht war in Euro Truck Simulator. Na, also auch hier mit dieser, Spurwechsel, mit diesem Manöver, ne? Dass also immer erst das hintere Begleitfahrzeug zieht, dann das vordere und dann gehen wir erst dazwischen. Ne? Ich habe das jetzt nicht so gesehen bei Heavy Cargo, dass das jetzt so explizit geplant war. Gut, aber wie auch immer, wir werden jetzt mal die Kiste starten und dann drückt uns mal die Daumen, dass das gut geht. Das sind 234 Kilometer doch immerhin. Die Voraussetzungen sind gut, der Tank ist voll, der Junge ist ausgeschlafen. Das heißt, das sollte alles gut gehen. Hoffe ich. Ich hoffe es. Ja, diese Abstandhalter hier hinten, ne, die sind natürlich tricky. Da muss ich aufpassen. Die habe ich ja gerade, die habe ich gerade eben noch gar nicht gesehen. Ja, gut, dass ich gerade jetzt in der Ansicht hier bin, dass ich das im Auge habe. Deshalb werde ich hier jetzt mal ganz zärtlich rausfahren. Biege nach links ab. Na, gerade jetzt hier, ne, wo jetzt hier dieser Mast ist, dieser Lichtmast, werde ich jetzt mal ein bisschen später dann einschlagen. Dann sollte das gut gehen. Das Ganze, da steht schon ein Begleitfahrzeug parat. Ich sehe jetzt nicht die Flaggen. Okay, da sind sie. Weil jetzt haben wir hier so einen kleinen Slalom. Da muss man gucken, dass wir ohne anzuecken durchkommen. Das sieht aber gut aus. Ja. Biege nach links ab. So, die Kollegen haben hier schon für uns den Verkehr angehalten. Das finde ich sehr gut, vorbildlich. Ich glaube, wir können so langsam dann in die Cockpit-Ansicht übergehen. Ich hoffe, es kommt jetzt kein Zug. Das wäre suboptimal. Das wäre jetzt scheiße. Ja, hier werden wir öfter mal in die Außenkamera gehen müssen. Ohne Zweifel. Okay, das passt hier auch mit den Fahnen. Immer geradeaus. Okay. Ich glaube, wir sind on the road sozusagen. Denn da? Das ist aber nett, dass die Kollegen mich grüßen. Oder beschweren die sich? Ich weiß nicht. Ich kann es jetzt nicht deuten. Ich glaube, ich sollte hier auf dem Mittelstreifen bleiben. Ja, definitiv. Weil die Abstandhalter hier, die zwingen uns förmlich dazu. So, bis zu 50 können wir hier fahren. Ich muss hier ganz ein bisschen den Rückspiegel im Auge behalten. Die Abstandsfahren hier sind dann doch schon so eine Sache. Gerade in den Kurven. Und da ich jetzt mit diesem, ich sag mal, Billig-Controller so ein bisschen sowieso ein bisschen am Schwimmen bin, lasse ich da ein bisschen mehr Vorsicht als sonst walten. Weil ich möchte hier natürlich gerne heil mit euch und der Fracht ankommen. So, ich hoffe, das hat jetzt geklappt hier mit dem Tempomat, ja. So, schalten wir mal ein bisschen. Bitte rechts halten. Obwohl, das kann ich mal eigentlich sparen, weil jetzt müssen wir nämlich gleich rechts abbiegen. So, jetzt wird's kribbelig. Das wird eng hier, die Abfahrt. Das wird eng. Hier muss ich wirklich, wirklich genau in der Mitte bleiben. Ich sehe die Flaggen nicht. Ja, es sind jetzt im Schatten, die Dinger. Ich hoffe, die sind flexibel. Sonst habe ich ein Problem. Kurzfristig, langfristig, wie auch immer.
Was ich bei Euro Truck Simulator sehr schön finde, bei den Schwertransporten, das sind wirklich die Begleitfahrzeuge, die sich, finde ich, sehr real verhalten. Also auch gerade diese Spurwechselmanöver ist klasse gemacht. So, hier dürften wir bis zu 60 fahren. Ich hoffe, wir bleiben jetzt auch mal auf dieser Autobahn. Dann haue ich jetzt nochmal den Tempomaten rein. Ich versuche es nochmal. Okay, der Kollege blinkt. Da geht es gleich auf die andere Spur. Okay, jetzt dürfen wir auch. Die Fracht ist zwischen den Begleitfahrzeugen zu halten. Genau das hatte ich mir eigentlich auch gedacht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das in 5 oder 10er Schritten eingestellt habe. Tempomat werden wir gleich wissen, aber ich glaube 5er. Ich bin mir nicht so sicher. Ja, 5er. Bitte links halten. Das machen wir. Junge, Junge. Also was ich dem Euro Truck Simulator geben muss... Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Trotz aller, was fahren ohne Licht? Nimm die Ausfahrt rechts. Ach so, ja stimmt. Als Schwertransport muss ich Licht anhaben, ne? Ja, ich hab's schon lange nicht mehr gemacht. Immer also wie gesagt, aus. Diese Manöver von den Begleitfahrzeugen, die finde ich deutlich realistischer als bei Heavy Cargo. Und auch die Optik selber natürlich von Euro Truck Simulator 2 braucht sich nach wie vor, auch im Jahre 2024, überhaupt nicht verstecken. Also wirklich überhaupt nicht. Und wie gesagt, nicht vergessen, denn wir spielen das Ganze hier auf einem Steam Deck. Ja, also da gibt es überhaupt nichts zu meckern, gar nichts. So, jetzt hatte ich gerade die Situation wieder, wo ich gerade angesprochen habe mit diesem Controller, dass hier bereits jetzt schon die R2-Taste manchmal klemmt. Das hat mich jetzt fast gerade so ein bisschen in die Bedrulle gebracht, aber alles gut. Ich werde jetzt hier sehr langsam, sehr vorsichtig in diese gezogene Kurve fahren, weil die ist dann doch auch relativ eng. Ich hoffe, ich mache jetzt hier keinen Fehler. So, Licht sollte ja jetzt an sein. Achso, ist schon 20 Uhr, das habe ich gar nicht gesehen. Bitte links halten. Also die Fahnen jedenfalls hinten, die Abstandsfahnen scheinen flexibel zu sein. Dankeschön dafür. Schwertransport auf der Nacht wollte ich eigentlich nicht fahren, aber ja, so ist es jetzt mal. So ist es nun mal. Ich müsste mal gleich gucken, wenn wir auf der Geraden wieder sind, ob das Licht auch wirklich an ist und alles passt. Nicht, dass wir hier gleich blind wie die Maulwürfe, wie so ein Pet, Grüße, hier durch die Gegend fahren. Okay. Okay. Ja, seht, ich schwimme mit diesem Controller ein bisschen in der Steuerung. Ich glaube, wir werden trotzdem einigermaßen zurechtkommen jetzt hier. Noch rund 150, 160 Kilometer. So, Spurwechsel steht wieder bevor.
Der Kollege da vorne blinkt schon. Das heißt, wir werden auch schon mal den Blick rausnehmen. Und es geht locker rüber auf die mittlere Spur. Und diesen Rhythmus, ne, das haben die wirklich gut gemacht. Bitte links halten. Hinteres Fahrzeug, vorderes Fahrzeug, dann wir. Also ist jetzt nicht die größte Ladung, aber ist schon ein Otto, ne? Das Teil. Ja, ich schere hier schon wieder aus, ne? Ja, es ist eben halt so ein Billig-Controller, ne? Der ist jetzt nicht so wirklich gut justiert. Das heißt, ich werde hier immer so ein bisschen nachsteuern müssen. Sieht nicht toll aus, ne? Aber geht. Auf Höhe Lübeck, wenn ich das richtig gesehen habe gerade. Oder? Ja, Richtung Kassel-Hannover, ja, Richtung Lübeck jetzt, ja. Ja, hier geht es gerade ein bisschen bergab. Jetzt machen wir uns mal kurz die Bremse. Nimmt uns natürlich jetzt wieder auch ein bisschen Saft raus hier. Jetzt geht es wieder bergauf. Spurwechsel steht bevor. So, ich sehe den Blinker nicht. Doch, jetzt nach links. So, jetzt wird es richtig dunkel hier. Ich tue mir jetzt gerade ein bisschen schwer mit sehen. Die Sonne strahlt mir hier gerade auf dem Bildschirm. So, ja, es sind ja auch nur 100 Kilometer noch. Das sollten wir eigentlich trotzdem schaffen. Ansonsten muss ich mich leider mit der Nase an den Bildschirm kleben. Hilft ja nichts, müssen wir jetzt durch. Bessere Sicht jetzt auf die Szene. Hier rechts sehen wir schön die Polizeiabsperrung. Auch das natürlich sehr schön gemacht hier im Euro Truck Simulator 2. Was natürlich innovativ wäre, wenn jetzt hier die Rede ist von einem Euro Truck Simulator 3 natürlich. Da muss man natürlich ein bisschen auf die Konkurrenz schauen, wie hier zum Beispiel Aerosoft bzw. Talk 2, dass man hier mal, ja, so das Gute mal mitnimmt, was diese Spiele haben. Ne? Wie zum Beispiel die Möglichkeit, wie gesagt, eventuell auszusteigen. Oder eben halt, egal ob das jetzt Schwertransport oder ein Standardtransport ist, bitte die Ladung auch selber zu verladen. Ne? Das ist natürlich, das wäre der nächste Schritt für ATS und ETS. Ne? Ganz nach links kann ich mit meiner Ladung natürlich jetzt nicht wirklich. So, ein weiterer Spurwechsel steht bevor. Ist klar, weil wir gleich wahrscheinlich nach links wieder auf die Fahrbahn einscheren werden. Ja. Dann warten wir kurz, bis der Kollege eingeschert ist. Bitte links halten.
Der bremst aber auch ab hier, der Kollege. Jetzt bin ich fast aufgefahren hier. Kollege, du musst irgendwann natürlich auch mal fahren. Hallo? Junge, Junge, der hat uns aber jetzt ganz schön ausgebremst. Was war denn da los? So. Ja, ein schweres Cargo-Fahren macht müde. Ne? Man sieht es hier an unserem Navi. Der Kollege wird so langsam ein bisschen müde. Ne? Ist ja auch anstrengend, so eine Tour. Ne? Ist klar, höchste Konzentration. Dann auch noch bei Nacht, ne? Klar. Das heißt also, definitiv nach dieser Tour müssen wir den Kollegen erstmal ins Bettchen legen. Während dem Cargo geht's natürlich nicht. Ist ja auch so eine Spezialität hier bei ETS und ATS, bei Heavy Cargo. Du kannst ja weder tanken noch schlafen. Man sollte also mal gut darauf achten, dass beide Werte dann dementsprechend gut gefüllt sind. Na, also Tank und Energie, also Schlafanzeige. So, wir machen gleich nochmal einen Spurwechsel. Nach rechts, wie es aussieht. Ja, gut, sind noch 53 Kilometer. Na, ich denke mal, dass wir gleich so langsam, aber sicher die Autobahn dann auch verlassen werden. Deshalb beschleunige ich jetzt auch nicht nochmal groß. Bad Segeberg, Berlin, Rostock. Okay. 47 Kilometer noch. Müssen wir tatsächlich auch mal live wieder öfter fahren hier, die Schwertransporte. Macht Spaß. Macht richtig Spaß. Lübeck-Travemünde. So Leute, da ist auch schon mal Land in Sicht. Also ich werde das nächste Mal wieder, bis ich einen anderen Xbox-Controller habe, definitiv wieder den Wireless-Controller von PlayStation nehmen. Ja, beim Controller sollte man nie sparen. Ja, aber wie gesagt, es ging beim letzten Monat nicht anders. Ihr erinnert euch, wegen Jobwechsel und so, nur halbes Gehalt vom letzten Job und so. So ab nächsten Monat läuft es bei mir dann auch finanziell so einigermaßen normal dann auch wieder. Was heißt einigermaßen? Dann läuft es auch wieder normal. Und da kann man auch wieder drüber nachdenken, neues Equipment dazu zu nehmen. Ihr könnt mich natürlich gerne, wenn ihr wollt, in der Richtung auch unterstützen für neues Equipment unter Games. Ne, ob ihr jetzt bei PayPal was droppt, ja, oder hier bei Patreon, auch von der Patreon-Seite mich unterstützt, das geht natürlich auch. Ne, wenn ihr das wollt, könnt, das liegt ganz bei euch, müsst ihr nicht, könnt ihr aber gerne, dann bitteschön, die Links dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Dafür natürlich im Voraus ein ganz herzliches Dankeschön. Ihr unterstützt mich natürlich auch mit einem Kauf in meinem brandneuen Shop. Da gibt es noch bis zum 23. Oktober 25% auf alles, außer auf Tiernahrung. Auch dafür findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Da nehme ich doch mal den Blick heraus. Nimm die Ausfahrt rechts. So, jetzt muss ich wieder hier in die Bügel steigen hier. Ich weiß ja nicht, wie kurvig die ganze Aktion hier wieder wird. Jetzt regnet es auch noch. Natürlich, kein Peru-Stream ohne Regen, ihr wisst das ja. Oh Gott. Kein Stream, kein Video, mindestens ein Regenschauer muss dabei sein, sonst ist es nicht echt. Aber das ist doch echt irgendwie Murphys Gesetz, ne? Ist das ein Fluch oder irgend sowas? Keine Ahnung. Immer und immer wieder. Ist ein Running Gag, ne? So, jetzt fahren wir hier gleich auch schon in die Ortschaft. Immer das heißt, geradeaus. Wir werden jetzt hier auch gar nicht so... Muss Feuer geben hier.
immer geradeaus. Ist das schon gleich unsere Abladestelle? Das immer sieht so geradeaus. Aus, als wenn das ganz in der Nähe ist. Ja. Ich dachte schon, ich sehe schon die Abstellmarkierung hier, aber ein paar Meter sind es noch. Ja, ist auch relativ knapp geworden hier, ne? Mit der Fahrzeit. Beziehungsweise mit der Ruhezeit, um genau zu sein. Weil unser Kollege muss bald ins Bettchen. Sehr bald. Aber er hat es ja gleich geschafft. So, da hinten steht schon das Empfangskomitee. Ich glaube, ich gehe schon mal auf es die Außenansicht. Vorbei. Es ist vorbei. Nein! Wie Rocky schon sagte, es ist erst dann vorbei, wenn es vorbei ist. Denn wir müssen ja den ganzen Bums noch abstellen. So ist es ja nicht. So, ich versuche jetzt mal einigermaßen mehr oder weniger, wahrscheinlich mehr weniger als mehr, elegant in unsere Parkposition zu kommen. Ich habe jetzt einen extra weiten Bogen gemacht, weil da hinten rechts dieser Gehsteig, dieser Kantsteig, der macht mich ein bisschen nervös. Deshalb extra Bogen. Ich versuche das jetzt hier wieder mal gerade zu ziehen, dass wir einigermaßen gut hier zum Stehen kommen. Ja, hier, da sieht man es nochmal gut, ne? Dieser Fahrbahnbegrenzung. Okay, ich dachte, es wird jetzt drastischer mit der Nachtfahrt bzw. mit dem Regen hier. Aber hat dann doch ganz gut hingehauen. Echt jetzt? Hallo? Darf ich bitte meine Ladung abstellen? Kein Scheiß hier mit Peru. Da müsste es doch grün leuchten. Natürlich. So, geschafft. Wir sind in Travemünde. Und können abladen. 235 Kilometer. Dauer 5 Stunden 25. Verbrauchter Kraftstoff 75,6. Okay. So, Arztversuch hochwertig gefacht, ja. Ja, sieht gut aus. Gefällt mir. Nehmen wir. So, Freunde. Ja, das sollte nur mal so ein kleiner, netter Ausflug wieder mal werden mit Euro Truck Simulator 2. Beziehungsweise, wir werden auch öfter wieder jetzt demnächst live ETS und ATS fahren. Dies soll nur so mal so ein kleiner Teaser sein. Beziehungsweise mal ein kleines Vergleichsvideo. Heavy Cargo Fahrten im Vergleich mit Heavy Cargo, was jetzt aktuell wieder neu erschienen ist von Aerosoft. Ich finde, beide haben ihre Berechtigung, beide haben ihre schönen Seiten und ihre negativen Seiten. Ich bevorzuge tatsächlich immer noch Heavy Cargo in ETS und ATS. Allerdings würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir mit dem nächsten Teil, der hoffentlich bald irgendwann kommt, dann auch ein- und aussteigen können, selber ankoppeln bzw. beladen können. Das wird die Zukunft zeigen. Aber, wie gesagt, ich finde es so, wie es ist, in ATS und ETS aktuell immer noch sehr okay. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, ein Follow da. Ne, gerne die Glocke läuten. Ne, und wie ihr mich sonst supporten könnt, seht ihr ja hier in der Videobeschreibung. Dafür schon mal danke im Voraus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage danke fürs Zuschauen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.